Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Game, und zwar Akane Sekunoichi, Kunoichi? Wie wird das ausgesprochen, Leute? Ich spreche es wahrscheinlich ganz komplett falsch aus. Und zwar habe ich das Ganze wieder im Xbox Indie-Marktplatz gefunden. Und es scheint ein Jump'n'Run zu sein. Wir zocken jetzt hier die Demo mal an. Das Ganze kostet wieder nur 80 Microsoft Points, also 1 Euro bis weniger. Und hat sogar relativ gute Bewertungen, also fast 100 Bewertungen und 4 Sterne. Und das ist auf dem Indie-Marktplatz relativ selten. Das heißt, es sollte was drauf haben, das Spiel. Oh, scheiß Bitch Fight oder was? Ah, okay, wir haben schon unsere erste Trophy bekommen. In-game Trophy, es gibt natürlich keine Erfolge oder sowas. Das erinnert mich übelst an Sonic. Und ja, wie ihr seht, es ist ein Jump'n'Run und es spielt sich ein bisschen beliebig. Okay. Oh shit, man. Oh shit! Ja, vielleicht soll ich erstmal ganz normal weiterlatschen. Oh, was ist das denn hier? My first charming lost kimono. Okay, und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht schon sehr, sehr nice aus, oder? Ich finde den Stil geil. Okay, die Mucke jetzt nicht so unbedingt, aber naja. So, Pro-Gamer, man. Kann ich auch schnell rennen? Lass mal los. Also ich bin so gewohnt, dass man... Huah! Ich werd umsingelt! Oh, kleiner Wowie. Tut mir leid. Ah, alles klar, das sind also die Sachen, die man einsammeln kann. Das sehe ich jetzt erst rechts oben und da unten. Oh, sind das Winkelkatzen? Ist ja geil. Ist ja geil. Okay, alles klar, ich versuche jetzt hier erstmal nach oben zu kommen. Zack, 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 zack. Oh, yes. Ihr bösen Ninjas, oder was ihr seid? Yo, yeah, yeah. Oh. Okay, das sind alles so Special-Attacken, die ich natürlich jetzt alle eingesetzt habe. Ist das jetzt mein Upgrade für die Ninja-Katze? Für die Winkelkatze gewesen, oder? Oh, fuck. Scheiße, Mann. Ach, Mann, verdammt, ey. Das war doof. Das war leider doof. Ja, wir müssen es überspringen, bitte. Denn wenn man sich so eine Demo runterlädt, hat man hier leider Gottes nicht so viel Zeit, wa? Aber ganz ehrlich, erst ein Druck ist schon nice. Ist schon nice auf jeden Fall. Könnte man sich überlegen, einen Kauf, wa? Das schaffe ich nicht mehr, scheiße. Hier! Ihr bösen Ninjas! Ach, weißt du was? Wir gehen mal nach oben, damit ich noch ein bisschen selber mehr vom Level sehe und ihr auch, weil das da unten haben wir schon gesehen. Oh, da schießt ein Feuerfall. Ah, das war sau. Das ist natürlich wieder so dumm von mir. Kleiner Wowie, ey. Ich will dir gar nicht wehtun, aber ich muss. Kannst du... Walljump kannst du doch. Also die Katzen sind gut zu uns. Das sollten wir uns mal merken. Katzen sind immer gut zu uns.
So haben wir nochmal eine Zauberrolle gefunden. Oder wie man das nennen will. Ach, man kann von der Wand aus auch noch schießen. Und dann jumpen. Okay. Nice. Nice. Sehr, sehr nice. Was ist jetzt los? Den letzten Level des. Den letzten Gegner des Levels musste ich gar nicht mehr umlegen. Man konnte direkt durchschlafen. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Hätte ja sein können, dass ich wieder am letzten Dings scheitere, weißt du? Oh, da waren ganz, ganz viele Katzen, wo man jetzt natürlich auch nochmal hochgehen könnte. An der Wand, so Walljumps. Das ist mein Ende. Okay, doch nicht. Wie sie aus dem Nichts auftauchen. Warte mal, ich muss mal jetzt hier gegen die meine Special-Attacke einsetzen. Oh ja. Da werden natürlich bei dieser Einblendung von ihr werden natürlich Träume von Manga-Babes-Fans wahr, ja. Da werden sie richtig wahr, ja. Jeden Tag am Schleudern hier. Geleckte Anime-Girls. Aber ich sag euch was. Echte Frauen. Die sind echt. Ja, die sind echt, echt, echt geil. Ja. Aber, na gut. Na, du Hund! Du Sohn eines Hundes, ey. Das war's. Ich bin so schlecht, einfach nur. Ach, Mann, ey. Game over. Ich bin schon Game over, oder was? Bitte darf ich das Level nochmal anfangen? Ja, ich darf es nochmal anfangen. Das kann aber gar nicht angehen hier. Katzen Power! So. Kein Bock hier auf Spielereien hier. Ah, okay, okay. Also diese Power-Sachen, die wir da einsammeln, die bringen es wirklich hier. Okay, diesmal kommen sie da nicht aus dem Boden. Und diesmal werde ich aufpassen, nicht natürlich hier links und rechts rauszuspringen. Ich hab die Befürchtung, dass jederzeit gleich die Indie-Demo vorbei ist. Aber das Spiel ist echt, echt nice. Das ist echt nicht schlecht. Das macht auf jeden Fall Bock. Ich finde den Stil auch sehr nice. Da ist es schon zu Ende. Nein! Da ist es schon zu Ende. Nein. Ach Mann, ey. Gerade wo es Spaß gemacht hat, weißt du? Wo man richtig versucht hat, hier was rauszuholen. Aber ich bin halt zu schlecht. Mann. Das ärgert mich natürlich jetzt. Ja. Ihr habt's gesehen, Leute. Kleine Indie-Vorstellung. Und ich denke mal, da haben wir einen sehr, sehr guten Kandidaten. Wie gesagt, 80 Microsoft Points, 1 Euro. Kann man sich schon mal geben, oder was meint ihr? Ja, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich konnte natürlich jetzt nicht viel zeigen, weil ich ein Noob bin. Ich habe es natürlich vorher auch nicht angezockt, um dann zu trainieren, dass ich euch möglichst viel zeigen kann. Aber egal. Ja, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, so ersteindruckmäßig. Und mein Ersteindruck ist gut. Das könnte man sich geben, auf jeden Fall. Wäre eine Überlegung wert, oder? Naja, Leute. Schreib mir doch, wie gesagt, einen Kommentar dazu, würde mich sehr freuen. Ansonsten natürlich auch eine Bewertung des Videos, wäre auch super. Danke dafür schon mal, Leute. Und auch danke fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.